Aigude. Heute besuche ich das Haus Kettenhofweg 128. Die Gegend westlich der Stadt Frankfurt, jenseits des Bockenheimer Tores der Frankfurter Stadtbefestigung, wurde von alters her Niedenau genannt. Dort gab es seit dem Mittelalter einen Wehrhof, also einen befestigten Bauernhof vor den Toren der Stadt Frankfurt, den Hof Niedenau. Er kam dann in den Besitz eines Johann Köth. Aus Köthhof wurde mit der Zeit dann Kettenhof. Er wurde durch Erbfolge geteilt und fortan bestanden dort zwei Höfe, der große und der kleine Kettenhof. Später wurden beide Höfe wieder zusammengeführt und im Besitz der Frankfurter Patrizierfamilie Günderrode geführt. Bis ins späte 19. Jahrhundert führte der Kettenhofweg als unbefestigter Feldweg von der damals Bockenheimer Chaussee genannten Bockenheimer Landstraße nach Westen durch landschaftlich genutzte Flächen zu den beiden unmittelbar einander benachbarten Höfen, wie der Frankfurter Stadtplan von Ravenstein aus dem Jahr 1862 zeigt. Westlich der Höfe wurde dann der Bahnhof Bockenheim der Rhein-Weser-Bahn, heute Westbahnhof, errichtet. Dadurch entstand Nachfrage für Industrieflächen und ein großer Teil der Felder des Kettenhofes wurde veräußert. Ohne Felder nutzlos geworden, wurden die Kettenhöfe 1890 abgerissen und fortan wurde hier, von Ost nach West voranschreitend, gehobene Wohnbebauung, das heutige Frankfurter Westend Süd, errichtet. Im Jahre 1905 wurde das Doppelhaus Kettenhofweg 126-128 errichtet. Der Baustil ist typisch für die endende Ära des Jugendstils und den Übergang zur Moderne. Hier sieht man das Gebäude neben dem sehr schönen, leider nach dem Krieg vollständig abgerissenen Eckgebäude. Gut erkennbar sind die beiden achsensymmetrischen Doppelhaushälften. Bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt. Die linke Haushälfte, Kettenhofweg 128, wurde bereits kurz nach Kriegsende repariert und erneut bezogen. Für viele Jahre war dies nun der Sitz des Prüfungsamtes der Psychologischen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Seit diese 2014 umzog, stand das Gebäude leer. Da die eine Doppelhaushälfte bereits durch einen zwar schönen, aber nicht historisierenden Neubau ersetzt worden war, wurde die verbliebene Haushälfte nicht unter Denkmalschutz gestellt. Dennoch entschloss sich die Eigentümerin gegen einen Abriss zum Erhalt der vorhandenen historischen Bausubstanz. Dazu engagierte sie den in solchen Projekten besonders erfahrenen Architekten Werner Ott, der sein eigenes Haus im Kettenhofweg 124 bereits in ähnlicher Weise in ein Schmuckstück verwandelt hatte. Das Gebäude ist komplett ausgebrannt. 1946 war schon wieder bezugsfertig. Man hat das Ganze mit einfachsten Materialien wiederhergestellt aus Nachbartrümmergebäuden. Man hat die verbrannten Deckenbalken einfach mit Holzbalken, mit Bohlen verstärkt, was ich auch erst später mitbekommen habe, wie wir den Deckenputz weggenommen haben. Die Decken hingen über 15 bis 20 Zentimeter durch und man hat den Boden als aufgedoppelt mit Dachlatten und ich habe mich immer gewundert, die Stärke der Decke, ja, die, wo man aufgemacht hat, hat man erstmal eine riesen Unterkonstruktion gefunden und die Deckenbalken, die lagen viel tiefer, das heißt die Durchbiegung, die war enorm. Wir haben den kompletten Dachstuhl weggenommen, wir haben auch die ganzen Holzbalkendecken entfernt und haben eine komplett neue Statik erstellt mit Lastabtragung vom Dach bis ins Kellergeschoss. Es gingen Stahlträger und Betonsäulen teilweise bis runter in den Keller. Und wir haben im Treppenhausbereich haben wir sogar eine Fundamentplatte von 60 cm Stärke, die noch in die Einfahrt rausgeht und auch hier in den Bürobereich mit rein, weil die Pressung von dem,
von dem Treppenhauskörper, den wir einbetoniert haben, war so hoch, dass wir da so eine starke Bodenplatte brauchten. Hier ist eine Bodenplatte von 30 cm drunter und wir haben die ganzen Fundamente quasi mit Edelstahlankern an die Bodenplatte angeschlossen. Das heißt, hier ist jetzt auch wieder ein richtiger Verbund da. Vorher waren das alles relativ einfache Einzelfundamente, Streifenfundamente und der Statiker wollte unbedingt, dass wir hier unten wieder eine geschlossene Scheibe bekommen, aufgrund unterschiedlicher Belastungen von den Wänden. Hat eine ganz aufwendige Sandsteinfassade, was man damals halt noch gebaut hat. Ja, das war schon im Umbruch des Jugendstils. Man hat dann auch schon versucht, alles zu reduzieren, die Ornamente, aber hier hat man nochmal richtig bei den Fenstergewänden, Fensterbänke gebogen nach außen. Man hat hier nochmal richtig alles gezeigt, was so machbar ist. Ja, gut, wir haben hier 2015 mit der Planung angefangen, 2016 waren wir erstmal entkernt. Wir haben aber wieder das Originaldach in der Originalhöhe wie vor dem Krieg uns genehmigen lassen. Die ganzen Mauern waren natürlich dann nach dem Abriss alle auch sehr wackelig geworden. Wir mussten das auch alles wieder stabilisieren und mussten dann Ringanker drüber betonieren. Hier sieht man so einen Ringanker aus Stahlbeton, um die Dachlasten dann einzuleiten aus diesen Stahlbindern. Wir haben ungefähr 30 Tonnen Profilstahl hier im Dach verwendet, um möglichst stützenfreie Zustände herzustellen. Diese Dacharbeiten waren geplant für 3 Monate und der Zimmermann hat ein Jahr für den Dachstuhl gebraucht. Die eigentliche Stabilität gibt erst oben der Mauerabschluss. Jetzt hatte das Gebäude ja durch die Spreng- und Brandbomben auch noch einen Schaden bekommen. Die verschiedenen Mauern, gerade nach Norden hin, haben sich um 20 cm ausgebeult. Diese Mauern haben wir wieder mit Winden wieder zurechtgerückt und haben dann den Ringanker dann drauf betoniert. Ja, hier sehen Sie, das geht über 2 Etagen, da die Stahlbinder. Die Steine hat man wiederverwertet, weil die ja auch, die Sandsteine kommen ja aus Milden, aus der Miltenberger Ecke. Frankfurt hat ja keine Sandsteine und das war früher halt so aufwendig, die Steine nach Frankfurt zu transportieren, über Schiff, über Pferdekarren. Und dann hat man halt das verwendet wie beim Kolosseum oder bei anderen antiken Gebäuden. Und die Steine, die stammen sehr wahrscheinlich aus Eschersheim. Da waren viele, viele Ziegeleien. Die Wand war richtig durchfeuchtet. Und die Feuchtigkeit zersetzt auch die Ziegelsteine. Und dadurch, durch das Sandstrahlen, sind die weichen Teile weggeflogen. Deshalb sind die oberen Steine, die nicht so feucht waren, haben ihre Kontur erhalten. Und hier unten sieht man richtig, gerade im Bereich dieser Dachpappe, unter dieser Dachpappe, man hat früher schon zur Isolierung eine Teerpappe verwendet, die man hier ganz deutlich sehen kann. Und unter dieser Teerpappe sind die Steine halt am schlimmsten verrottet. Aus den Schilderungen von Herrn Ott wird erkennbar, dass diese Renovierung auch 5 Jahre seines Lebens waren. Als Planer und Bauleiter, der sich in der Umsetzung um jedes Detail kümmerte. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Die Eigentumswohnungen werden sicherlich auch höchsten Ansprüchen gerecht und das in Frankfurts bester Lage. Ein Ort, der Geschichte und Gegenwart ideal verbindet. Ein gutes Vorbild, das zeigt, wie man Frankfurts Historie bewahren und dennoch modern wohnen kann. Das Filetstück ist zweifellos die Dachgeschosswohnung mit einer atemberaubenden Aussicht. Hier würde man am liebsten sofort einziehen. Das Finale des Abends war dann ein Calliope-Lochplatten-Spielgerät von 1903. Nach Einwurf von 5 Pfennigen geht es los.